Halo, guten tag, dobar dan, dobrodošli u novu video lekciju. Da li ste spremni za nove rečenice? Ako ste spremni, čitam vam prvu, a ona glasi Ich wurde ausgewählt, die Rede zu halten. Ich wurde ausgewählt, die Rede zu halten. Ja sam bio izabran da držim govor. Dakle, auswählen, izabrati, Ich wurde ausgewählt. Prepoznajte konstrukciju. Pasiv u prošlom vremenu. Dakle, ja sam bio izabran. Ja sam sada biran. Ich werde ausgewählt. Ich wurde ausgewählt u prošlosti. Dakle, ko je izabran? Wer wurde ausgewählt, die Rede zu halten? Ich wurde ausgewählt, die Rede zu halten. Ja sam biran, bio izabran, da držim govor. Ich wurde ausgewählt, die Rede zu halten. Dakle, eine Rede halten, držati govor. Hält die Rede, bi bilo, on drži govor. Dakle, glagol halten, nepravilan, halte, hält. Wer hält die Rede? Hält die Rede. Ko drži govor? Wer wurde ausgewählt, die Rede zu halten? Ich wurde ausgewählt, die Rede zu halten. Ich kann Leute nicht ertragen, die zu laut sind. Ne mogu da podnesem ljude koji su suviše glasni. Ich kann Leute nicht ertragen, die zu laut sind. Dakle, ovdje je zanimljiv glagol ertragen. Sad ćemo se sa njim malo pozabaviti u nekoj narednih rečenica. Znači, podneti. Tragen, nositi. Ertragen, podneti. Wann kannst du nicht ertragen? Što ne možeš da poneseš? Was kannst du nicht ertragen? Ich kann Leute nicht ertragen, die zu laut sind. Koji su suviše glasni? Die Leute, die zu laut sind, kann ich nicht ertragen. Ertragen. Evo još jedan ertragen. Ich kann es nicht ertragen, dich so leiden zu sehen. Ne mogu da podnesem, da gledam tebe kako patiš. Dakle, tri glagola ovdje imamo ertragen, leiden i sehen. Rekli smo ertragen, podneti. Ich kann es nicht ertragen. Was kannst du nicht ertragen? Šta ne možeš da podneseš? Dich leiden zu sehen. Dakle, da tebe vidim kako patiš. Leiden je patiti. Tut mi je leid, meni je žao. Znači, to meni čini leid. To je ta ista reč. Znači, leiden, leid. Ich kann es nicht ertragen, dich so leiden zu sehen. Dobro, idemo na sljedeću. Wir sind schon dreimal am gleichen Geschäft vorbeigegangen. Wir sind schon dreimal am gleichen Geschäft vorbeigegangen. Dakle, ovo sam izabrala zbog vorbeigehen. Dakle, vorbeikommen, zum Beispiel, smo imali u nekom od prethodnih rečenica, u nekom od prethodnih klipova, vorbeikommen, nije svratiti kod nekoga. A ovdje imamo vorbeigehen, proći pored nekoga ili nečega, i ovdje u suštini prolazimo tri puta pored slične radnje, ili iste radnje. Wir sind schon dreimal am gleichen Geschäft vorbeigegangen. Mi smo već tri puta prošli pored iste prodavnice. Wir sind vorbeigegangen. Wir sind schon dreimal am gleichen Geschäft vorbeigegangen. Znači vorbeigehen. Wir wohnen in demselben Haus. Odnosno in einem Haus. Sad ovdje imamo drugi način da kažemo isti. Derselbe, dieselbe. Ovdje imamo demselben Haus. Dakle, interesantna je reč, sastoji se od dva dela. Znači, u prvom dijelu imamo određeni član. Znači, pošto je Haus, das Haus, nama treba dativ, znači in dem Haus. I plus imamo ovo selbe, koje dobije nastavak kao i pridev en. Dakle, wir wohnen in dem selben Haus, što bi značilo in einem Haus, u istoj kući, u jednoj kući živimo. Da umjesto Haus stoji Wohnung, stan, onda bismo rekli wir wohnen in der selben Wohnung, u istom stanu. Znači, onda bi bio dativ za ženski rod, die Wohnung, bilo bi in einer Wohnung, in der selben Wohnung, a ovdje in dem selben Haus, u istoj kući.
Nächste, ich denke, dass wir im Kreis gelaufen sind. Mislim, da smo se samo vrtili u krug. Apropo one rečenice da smo tri puta prošli pored iste prodavnice, da se sjećate, wir sind schon dreimal am gleichen Geschäft vorbeigegangen. Kad se izgubite u nekom gradu i onda primetite da ste schon dreimal am gleichen Geschäft vorbeigegangen, prošli pored iste radnje tri puta i zaključite, ich denke, dass wir im Kreis gelaufen sind. Mislim da smo išli u krug. Ich denke, dass wir im Kreis gelaufen sind. Wir sind im Kreis gelaufen. Da smo išli u krug. Odnosno, onda zaključite da ste se izgubili. Ich glaube, wir haben uns verlaufen. Ich glaube, wir haben uns verlaufen. Sich verlaufen, izgubiti se. Wir sollten jemanden nach dem Weg fragen. Trebalo bi nekog da pitamo, da nam pokaže kuda da idemo. Wir sollten jemanden nach dem Weg fragen. Znači, fragen, praćen sa nach plus dativ, fragen nach. Pitati gde je nešto. Nach dem Weg, za put. Also, was sollten wir machen? Wir sollten jemanden nach dem Weg fragen. Warum sollten wir jemanden nach dem Weg fragen? Weil wir uns verlaufen haben. Jer smo se izgubili. Weil wir uns verlaufen haben. Wir haben uns verlaufen. Und ich denke, dass wir im Kreis gelaufen sind. Natürlich ist mu krug. Wir sind im Kreis gelaufen. Wir haben uns verlaufen. Izgubili smo se. Ili drugi način, da kažem, izgubio sam se. Ich habe mich verirrt. Ich habe mich verirrt. Znači, ich habe mich verlaufen oder ich habe mich verirrt. Ich weiß nicht, wo ich mich befinde. Ne znam gde se nalazim. Ich weiß nicht, wo ich mich befinde. Ich weiß nicht, wo ich bin. Gde sam? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo ich mich befinde. Ich denke, dass ich mich verirrt habe. Oder ich denke, dass ich mich verlaufen habe. Dakle, dva načina smo se izgubili, da kažemo. Ich habe mich verlaufen, ich habe mich verirrt. I nach dem Weg fragen. Ich muss nach dem Weg fragen. Ich muss jemanden nach dem Weg fragen. Moram da pitam nekog gde da idem. Sad smo malo u drugoj tematici. Kündigen i erkundigen, slične reči. Znači, kündigen, dati otkaz. Er hat keinen Grund zu kündigen. On joj nema nikakvog razloga da da otkaz. Warum hat er gekündigt? Zašto je dao otkaz? Er hat keinen Grund das zu machen. Er hat keinen Grund zu kündigen. Er hat keinen Grund zu kündigen. Znači, kündigen, dati otkaz. Erkundigen, reč koja liči na kündigen, znači raspitati se, dobiti neku, zatražiti od nekom neku informaciju. Dakle, ich muss mich nach dem Weg erkundigen. Malo pre smo pitali, tačnije rekli, ich muss nach dem Weg fragen, moram da pitam za put, ili sich erkundigen, raspitati se. Wo kann ich mich erkundigen? Gde mogu da se raspitam? Ich muss mich nach dem Weg erkundigen. Moram da se raspitam za put. Ich habe mich verlaufen. Ich muss mich nach dem Weg erkundigen. Znači, erkundigen, sich erkundigen, raspitati se, tražiti nekog, da dobijete neku informaciju. Kao fragen, kao pitati za nešto. Evo još jedan erkundigen. Ich erkundige mich, weil ich mehrere Informationen sammeln muss. Znači, da objasnimo šta je erkundigen. Ja se raspitujem jer ja želim da, ja moram da sakupim još informacija. Ich erkundige mich. Warum? Weil ich mehrere Informationen sammeln muss. Ich muss Informationen sammeln. Moram da sakupim informacije und deshalb muss ich mich erkundigen. I zbog toga moram da se raspitam. Ich muss mich erkundigen. Weil ich mehrere Informationen sammeln muss. Znači, informacionen zamel, sakupiti informacije.
Nastavljamo sa rečenicama istog tipa, dakle nivo A2, B1. Wenn es um das Abendessen geht, weiß ich nicht genau, was ich zubereiten soll. Dakle, ono što mi ovdje hoćemo da naučimo jeste da kažemo pa kad se radi o, što se tiče, kad se radi o konkretno večeri, ne znam šta da napravim. Wenn es um das Abendessen geht. Dakle, es geht um, radi se o, tiče se nečega. Es geht um das Abendessen, radi se o večeri. Ich weiß nicht genau, was ich zubereiten soll. Ne znam šta da pripremim. Kannst du mir helfen? Možeš da mi pomogneš. Znači, worum geht es? O čemu se radi? Es geht um das Abendessen. Radi se o večeri. Es geht um. Radi se o. Tiče se nečega. Wenn es um das Abendessen geht, weiß ich nicht genau, was ich zubereiten soll. Was magst du essen? Šta voliš da jedeš? Was soll ich zubereiten? Šta bi trebalo da pripremim? Next. Ich wollte dir etwas sagen. Und zwar, ich habe eine neue Stelle bekommen. Dakle, kako da povežemo te dve rečenice, hteo sam nešto da ti kažem. Und zwar. Dakle, s ovim und zwar u stvari kažemo da ćemo sad otići malo u detalje šta smo hteli da kažemo prethodnom rečenicom. Dakle, objašnjavamo prethodnu rečenicu. Und zwar, ich habe eine neue Stelle bekommen. Naravno, možemo i preskočiti ovo cvar, ali eto čisto da znate što znači. Možemo samo reći ich wollte dir etwas sagen, ich habe eine neue Stelle bekommen. Ili ich wollte dir sagen, dass ich eine neue Stelle bekommen habe. Ich wollte dir sagen, dass ich eine neue Stelle bekommen habe. Ali naučit ćemo und zwar, dakle, zapravo o čemu se radi, objašnjavamo. Ich wollte dir etwas sagen, und zwar, ich habe eine neue Stelle bekommen. Und ich freue mich. Ich freue mich darüber, ich bin total gerade. Lass mich mal sehen, ob ich am Samstag mitkommen kann. Dakle, ovo, lass mich mal sehen. Pa sad čekaj da vidim, da proverim u rokovniku, gdje već zapisujete vaše planove. Lass mich mal sehen, ili da razmislim u suštini. Lass mich mal sehen, ob ich am Samstag mitkommen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob ich am Samstag mitkommen kann, aber lass mich mal sehen. Lass mich mal nachdenken, zum Beispiel može. Znači, dozvoli mi da samo malo razmislim o tome, da vidim da li uopšte mogu da dođem u Samstag, u subotu, ili sam beschäftigt. Dakle, lass mich mal sehen, ob ich dir helfen kann. Lass mich mal sehen, ob ich am Samstag mitkommen kann. Lass mich mal sehen. Next. Ohne Zweifel. Dakle, bez sumnje. Ohne Zweifel. Ist das die beste Bar in der Stadt, zum Beispiel. Bez sumnje. Ohne Zweifel ist das die beste Bar in der Stadt. Ohne Zweifel ist das was, die beste Lehrerin in der Stadt. Ohne Zweifel ist das die beste, ili das beste Restaurant in der Stadt. Najbolji restoran. Ohne Zweifel. Bez sumnje. Ohne Zweifel. Zapišite negdje da naučite. Bez sumnje. Ohne Zweifel. Als ich ein Kind war, habe ich nur eine Freundin. Als ich war, znači kada sam bio. Als ich ein Kind war, kada sam bio mali. Tu se često pogreši, pa kažemo wenn ili wann, kad sam bio dete. Znači ne može wenn, ne može wann, mora als. Als ich jung war, oder als ich junger war, odnosno als ich Kind war, habe ich, nešto, habe ich nur eine Freundin. Habe ich nur eine Freundin. Als ich Kind war, habe ich nur eine Freundin gehabt. Ili hatte ich nur eine Freundin. Als Erwachsener schließt man neue Freundschaften viel schneller. Znači, als ich Kind war, kad sam bio dete. Kao odrastao čovjek, als Erwachsener, kao odrasla osoba, Erwachsene, odrasla osoba. Als Erwachsener schließt man neue Freundschaften viel schneller. Dakle, ovdje učimo to als, ali i učimo recimo i izraz eine Freundschaft schließen. Dakle, zatvoriti prijateljstvo, odnosno sprijateljiti se s nekim. Als Erwachsener schließt man
neue Freundschaften viel schneller. Kao odrasla osoba, znači odrasli osobe brže stiču prijateljstva, stiču nove prijatelje. Znači, eine Freundschaft schließen, steći neko prijateljstvo sa nekom osobom. Eine Freundschaft schließen. Ich habe gehört, es ist gefährlich in deiner Stadt. Ich habe gehört, es ist gefährlich in deiner Stadt. I nastavak, ich möchte dort auf keinen Fall wohnen. Auf keinen Fall. Ni u kom slučaju. Auf keinen Fall. Dakle, was hast du gehört? Ich habe gehört, es ist gefährlich in deiner Stadt. Ili, ich habe gehört, dass es in deiner Stadt gefährlich ist. Čuo sam da u tvojom gradu opasno. Ich möchte dort auf keinen Fall wohnen. Auf keinen Fall. Ni u kom slučaju. Auf keinen Fall möchte ich dort wohnen. Ni u kom slučaju. Auf keinen Fall. Sobald es möglich ist, komme ich dich besuchen. Što je pre moguće? Što pre je moguće, doći ću da te posjetim. Sobald es möglich ist, komme ich dich besuchen. Ich arbeite viel jetzt, ich bin beschäftigt, aber sobald es möglich ist, komme ich dich besuchen. Znači, što je pre moguće, doći ću da te posjetim. Ich möchte Deutsch lernen. Warum möchtest du Deutsch lernen? So dass ich in Deutschland auch arbeiten kann. So dass, da bich. Dakle, ich möchte Deutsch lernen, so dass ich in Deutschland auch arbeiten kann. Ja želim da učim nemački, da bih u Nemačkoj mogao i da radim. So dass ich in Deutschland auch arbeiten kann. Znači, jedan od načina da odgovorite na pitanje warum möchtest du Deutsch lernen? So dass ich in Deutschland auch arbeiten kann. Es sieht mehr oder weniger so aus. Mehr oder weniger, manje više. Es sieht so aus, izgleda tako. Es sieht mehr oder weniger so aus, pa manje više to tako izgleda. Ne baš skroz, ali manje više. Mehr oder weniger. Wie sieht es aus? Kako to izgleda? Es sieht mehr oder weniger so aus. Manje ili više izgleda tako. Ich gebe dir Bescheid, sobald ich ankomme. Javit ću ti čim stignem. Ich gebe dir Bescheid. Jemandem Bescheid geben. Dakle, nekog obavestiti, javiti nekome nešto. Sobald ich ankomme. Čim stignem, gebe ich dir Bescheid. Javit ću ti. Gib mir Bescheid, sobald du ankommst. Javi mi čim dođeš. Gib mir Bescheid, sobald du ankommst. Ok, ich gebe dir Bescheid, sobald ich ankomme. Es gibt nichts Schöneres als warmes Bad, zum Beispiel. Es gibt nichts Schöneres. Nema ničeg lepšeg nego, pa sad vi dobite šta vama odgovara. Ovdje sam dodala als warmes Bad, kao topla kupka. Es gibt nichts Schöneres als warmes Bad, zum Beispiel. Die Wahrscheinlichkeit, dass er kommt, ist gleich null. Mogućnost da se on pojavi, da on dođe je ravna nuli, što bi mi je rekli. Dakle, ne postoji. Verovatnoća, tačnije. Nije möglichkeit, nego wahrscheinlichkeit. Dakle, kad kažete wahrscheinlich, možda, moguće, ali verovatno, ali die Wahrscheinlichkeit, dass er kommt, ist gleich null. Verovatnoća da on dođe je gleich null. Znači, die Wahrscheinlichkeit ist gleich null. Zapamtite to celo. Pitam, ne znam, wirst du morgen ankommen? Die Wahrscheinlichkeit, dass ich komme, ist gleich null. Verovatnoća da ja dođem je ravna nuli. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich komme, ist gleich null. Ich habe weder Zeit noch Lust dahin zu gehen. Ni. Nemam ni vremena, ni volje da idem tamo. To kaže neki tako mrgut. Ich habe weder Zeit noch Lust dahin zu gehen. Ni volje, ni želje. Weder Zeit, izvinjam se, ni vremena, ni želje. Weder Zeit noch Lust dahin zu gehen. Möchtest du mit mir ins Kino gehen?
Ich habe weder Zeit noch Lust dahin zu gehen, ich muss arbeiten. Warum da radim? Ich habe weder Zeit noch Lust dahin zu gehen. Okay, to je to. Vratit ću se samo još jednom da ih ponovimo sve. Ponovim za vas još jednom, pa ćete vi naravno još nekoliko puta to da ponovite dok ne naučite. Krenuli smo od es geht radi se o wenn es das Abendessen geht, weiß ich nicht genau, was ich zubereiten soll. Ich wollte dir etwas sagen, und zwar, ich habe eine neue Stelle bekommen. Lass mich mal sehen, ob ich am Samstag mitkommen kann. Lass mich mal sehen. Ohne Zweifel ist das die beste Bar in der Stadt. Besumne, ohne Zweifel. Als ich Kind war, habe ich nur eine Freundin gehabt. Als Erwachsener schließt man neue Freundschaften viel schneller. Ich habe gehört, es ist gefährlich in deiner Stadt. Ich möchte dort auf keinen Fall wohnen. Auf keinen Fall. Ich möchte dort auf keinen Fall wohnen. Natürlich kannst du eine Frage stellen. Sobald es möglich ist, komme ich dich besuchen. Sobald es möglich ist, komme ich dich besuchen. Ich möchte Deutsch lernen, so dass ich in Deutschland auch arbeiten kann. Ich möchte Deutsch lernen, so dass ich in Deutschland auch arbeiten kann. Es sieht mehr oder weniger so aus. Es sieht mehr oder weniger so aus. To izgleda tako manje više, mehr oder weniger. Ich gebe dir Bescheid, sobald ich ankomme. Ich gebe dir Bescheid, sobald ich ankomme. Okay, gib mir Bescheid. Es gibt nichts Schöneres als warmes Bad. Es gibt nichts Schöneres als. Ich hörte nie einen Lob oder etwas Ähnliches. Die Wahrscheinlichkeit, dass er kommt, ist gleich Null. Die Wahrscheinlichkeit, dass er kommt, ist gleich Null. Und ich habe weder Zeit noch Lust, dahin zu gehen. A vi nemojte biti tako namćorni, ako vas neko zove u bioskop, vi izađite ili u restoran, vi idite sa njima. Nemojte da kažete ich habe weder Zeit noch Lust. Uvek ima vremena, a i nađe si volje, želje, snage da se nešto uradi, reći da se uči nemački. Ok, kad ja kažem lass uns Deutsch üben, hajde da vežbamo nemački, lass uns Deutsch üben, nemojte mi reći ich habe weder Zeit noch Lust dahin zu gehen. To je to, vidimo se u sljedećem klipu. Ćus!